Stinkende Holzschuh, wirf den doch weg. Sowas nimmt man doch nicht mit, Arno. Jo, das könnte klappen. Bisschen schwieriger, aber könnte klappen. Das war nicht verkehrt. Wow. Ha? Na, wer ist hier ein Profi? 10.000 Franc. Nicht verkehrt. Die nehmen wir so mit. Ja, besser als nix, ne? So, komme ich hier durch? Natürlich nicht. Hm. Ah, ich sehe schon. Das hat gerade auch ein bisschen was von Tomb Raider oder hier von den ersten Teilen. Assassin's Creed, das mit dem Suchen hier gerade. Oh. Schon mal einen Adligen gesehen, Leon? Hast du je einen reden hören? Gesandte von Gott waren das. Goldfäden liefen von ihren gesegneten Schößen in heilige Nachttöpfe. Und dann? Rubine quollen aus ihren Hälsen und regneten auf Frankreich nieder. Jetzt können selbst Männer von niederster Abstammung bis zu den höchsten Gipfeln des Olymp aufsteigen. Lass mich los, Gunnar! Ist das dein Wunsch, kleiner Mann? Aufstieg? Ich sehe in dir Ambition. Du bist wie ich. Ruß. Mein Kommandant. Habt ihr Fortschritte gemacht? Nur dies. Findet mir die Tür zu diesem Schlüssel. Und ich belohne euch wie in euren kühnsten Träumen. Was befindet sich hinter der Tür? Ist das unser kleiner Eindringling? Wen nennst du hier klein? Ich bin schon fast so groß wie... Du musst noch lernen, was Diplomatie bedeutet. Rose, bringt ihr den Jungen an die Oberfläche? Natürlich, Kommandant. Das hat der gute Napoleon aber nicht befohlen, meine Lieben. Mach du. Er ist nur ein Kind. Ich hab selbst Kinder. Der Geist des Königs. So viel zu meinem Überraschungsmoment. Ja. Ganz genau. Das ist leere deine Taschen und deinen Bauch. Das hätten wir. Wir sprechen gleich mit ihm. Gucken, ob ich die Truhe da noch knacken kann. So. Ja, die kriegen wir locker. So. Da ist noch eine da hinten. Ja, ich weiß, dass ich mit dem da quatschen soll. Och, na komm. Na gut, dann nicht. Dann reden wir erst mit ihm. Hinfort, Geist! Ich bin kein Gespenst. Madame Margot schickt mich. Madame Margot? Du willst mich nur verwirren. Eindringling! Och, echt jetzt? Da bist du ja! Plünderer. Zeit, Abschied zu nehmen. So. Und du haust jetzt ab, oder was? Aber so nicht. Mein Lieber, so nicht. Ist ja unglaublich. Einfach hier auftauchen.
Also das ist echt gefühlt einfacher als jetzt die Sequenz 12 vom Hauptspiel bisher. So, quatschen wir jetzt? Wow. Na, noch immer verwirrt? Los, verstecken wir uns! Warum verstecken? Nicht so schnell. Ich suche nach einem Manuskript. Es wurde aus einer Gruft unter Saint-Denis geraubt. Ich hab es. Es ist in meiner Festung. Wir können es später holen. In meiner Wie Festung? Wie hast du das gemacht? Du bist der beste Kämpfer, den ich kenne. Das ist etwas übertrieben. Oh, wartet der auch? Oh, schaffen wir ihn nicht. Du hast es gelernt. In Paris. Wow. Ich trainiere hinter unserem Haus. Aber ich habe niemanden, mit dem ich üben kann. Irre. Die Freiheitskämpfer sind in Paris, so wie du. Was ist mit deiner Mutter? Madame Margot, sie ist nicht meine Mutter. Meine Mutter ist eine Maurin. Sie musste nach Spanien zurück, darum hat sie mich ins Waisenhaus gebracht. Sie kommt bestimmt zurück, sobald Frankreich wieder sicher ist. Naja. Oh, wie viele Ratten hier unterwegs sind. Hier rein, komm. Zunächst werden wir ein paar Waffen brauchen. Überlass das lieber mal dem Fachmann. Wo hast du das her? Hab ich gestern zwei Plünderern stibitzt. Und versteckt. Eine vorzügliche Waffe. Ja, schon klar. Ich weiß, was ich tue. Und zwar? Ich rette Frankreich. Und zusammen mit dir wird es noch viel einfacher. Hör mal. Was? Wir müssen erst das Manuskript holen. Um es vor den Feinden Frankreichs zu schützen. Oh, na klar. Dann müssen wir wohl hier raus. Der Kleine ist mir einer. Guillotinenflinte. Die Guillotinenflinte ist ein mächtiges Zerstörungswerkzeug. Sie kann sowohl im Nahkampf als auch als Fernkampfwaffe Waffe genutzt werden. Oh, das ist eine Sache. Okay. Na gut. Runter. Hey, komm mal her. Ich bin frei. Packt ihn. Fangt dich, unser Kommandant wird euch belohnt. Schnappt euch die kleine Ratte. Huch. Arbeit. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Hallo? Nutzt doch die Laterne. Na. Oh, shit. LB gedrückt. Ja, so war... Hallo? Der bewegt sich nicht mal. Wo ist der hin? Leute, ich will kommst du! Ist da irgendjemand? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts machen. Ohne Mist, ich kann nichts machen. Was soll denn das jetzt? Aua! Die verdammten Lungen bist du ja! Komm zurück, Feigling! Hallo? Greif ihn doch an! Oh, ist das nervig! Ohne Mist, es ist nervig! Super. Oh, was soll denn das? So, also, wie blöd war das denn gerade? Naja. Was soll's? Müssen wir jetzt so durch. Unglaublich. Und noch den Nahkampfboost habe ich gerade gesehen.
So viel zur Steuerung, ne? So, wo gehen wir denn jetzt lang? Das ist dein Ende! Tja. Was geht hier los? Meine Klinge dürstet nach Blut! Kämpfe wie ein Mann! Kämpfe, ihr Feigling! Versuch nur wegzulaufen! Was kann euer Feigling verlieren? Lasst mich gehen! Ah, sehr gut. Da hauen sie ab, die Feiglinge. So, jetzt möchte ich aber bitte plündern. Danke. Was ist denn das? Ach so, ein Krug. So. Können wir das Lämpchen auch wieder nutzen? Eigentlich würde ich gerne die Waffe, die Lampe wegstecken, weil es hier wirklich hell genug ist. So. Och, was machst denn du dahinter schon wieder? Wow, du bist besser als alle Geschichten. Die Geschichten sind ja auch nicht wahr. Tja. Da geht's lang. Glaube ich. Glaube ich. Und es hat sich niemand von Bedeutung nach uns erkundigt. Erzählt man sich, dass der Marquis de Sade Fragen gestellt hätte. Das sind nur Gerüchte. Er ist mittellos und eingekerkert. Was hat der Marquis de Sade dann hier schon wieder zu suchen? Oder damit zu tun? Warum lasst ihr jemanden wie Rose nach dem Tempel suchen? Unsere Ziele lassen ihn völlig kalt. Ich an eurer Stelle würde mich nicht mit ihm antraten. An. Nahrung, natürlich. Ah. Ihr sprecht ihren Eigennutz an. Aber ihr habt euch verrechnet. Eure Leute sind tot. Ich kenne das menschliche Tier. Was es fürchtet, was es mag. Ist Rose ein schlechter Mann? Ohne Zweifel. Aber ich... Napoleon, kontrolliere ihn und verwandle ihn in etwas Gutes für Frankreich. Die Menschen werden ihre Freiheit gerne aufgeben, solange sie die Hoffnung haben, an die Spitze zu gelangen. Mit dem Artefakt aus dem Tempel bringe ich ihnen die Illusion der Hoffnung. Und uns führe ich zum Ruhm. Wir müssen ihn stoppen und das Volk von Frankreich retten. Es zu retten verzögert nur das Unvermeidliche. Was hast du denn plötzlich? Du bringst dich für nichts und wieder nichts in Gefahr, kleiner Mann. Wenn du es nicht tust, mach ich es! Och, Trottel. Na toll. Stopp! Leon, komm zurück! Moment, wir... So viel Zeit muss sein. Sehr gut. So, jetzt aber, komm. Steintafeln aktivieren. Wie komme ich da hin? Ach so, das ist, ich komme ja gar nicht zu den Kohlebecken. Da, von der anderen Seite vielleicht? Truhe kriegen wir. So. Puh, das war knapp. Das war sehr knapp. Na, geht doch. So. Ach, da sind die Steintafeln.
ist was? Nee. Wir treten eine Untersuchungszone. Ja, willst du mich veräppeln? Ja, dann... Ich kann hier aber... Hä? Vielleicht oben? Aha. Da... Komm ich da hoch? Komm ich nicht hoch? Ich kann die Wand nicht hochklettern. Da vielleicht? Aber vielleicht von hier, dann darüber. Nö, das macht er nicht. Nee. Er schießt mich tot. Aktivieren, sehr witzig. Wie soll ich denn da hochkommen? Klar, hier ist irgendwas, aber... Ach, da. Ah. So. Kommen wir hier dann? Vielleicht... Nö. Da kommen wir aber darüber. Okay. Ist hier was? Nö. Da sind nur ein paar böse Jungs. Moment mal. Dein Blut. Ja, ja. Na komm. Die Waffe ist natürlich sehr langsam. Jetzt ist er gut hier. So. Was sagt die? Können wir nicht. Die Truhe können wir nicht knacken. Ja, ich weiß, dass ich in der Untersuchungszone bin. Sehr kurios. Sehr, sehr kurios sogar. Kommen wir hier weiter? Ja. So. Na komm. Hallo? Und da hoch? Noch höher? So, da ist da eine. Das hätten wir. Mal ein bisschen aufgefüllt. Ah, da drüben. Okay. Kommen wir da von hier? Machen wir mal aus. Ich glaube, von dort kommen wir darüber, ne? So. So. Also, ist nur das Ding.